So Leute, Thema Lage zwischen einer Gerade und einer Ebene. Ja, wir unterscheiden da drei Fälle. Einmal den Fall, dass sie parallel zueinander verlaufen. Ja. Der andere Fall, dass G in E liegt oder auf E liegt. Ja. Und der dritte Fall, dass sie sich in einem Punkt schneiden. Im ersten Video geht es jetzt um den Fall, dass sie parallel zueinander verlaufen. Ja. Wir sehen das hier schön dargestellt. Die Gerade G verläuft parallel zu dieser Ebene E hier, ja. Und zwar ist es genau dann der Fall, wenn der Richtungsvektor der Geraden, ja, den habe ich hier mal rot eingezeichnet, wenn der Richtungsvektor der Geraden rechtwinklig, ja, zu unserem normalen Vektor, der ja senkrecht auf der Ebene E steht, wenn der einen rechten Winkel zu diesem Vektor N hat, ja, zu diesem normalen Vektor der Ebene E. Ja, dann sind eine Gerade und eine Ebene parallel zueinander. Wir machen das mal an einem Beispiel hier klar. Und zwar hier haben wir die Ebene E in Koordinatenform gegeben. Ja, ganz wichtiger Hinweis, auch hier wiederum bei der Untersuchung der Lage zwischen einer Gerade und einer Ebene, bringt die Ebene, sofern das noch nicht in der Aufgabenstellung vorhanden ist oder sofern ihr das noch nicht gemacht habt, ihn immer in die Koordinatenform. Ja, ihr habt es dann wirklich am einfachsten für die Untersuchung dann der Lage. Hier ist sie jetzt schon in Koordinatenform, das ist schön. Und hier ist eben der Fall, dass diese Ebene hier in Koordinatenform parallel zu dieser Geraden G ist, weil, und jetzt kommt der Nachweis, warum das so ist, wir haben gesagt, eine Gerade und eine Ebene sind parallel zueinander, wenn der Richtungsvektor der Geraden im rechten Winkel zu dem normalen Vektor steht von der Ebene. Und wie weisen wir denn nach, ja, wann ein rechter Winkel oder vorliegt, ja, zwischen zwei Vektoren? Naja, mit dem Skalarprodukt. Ja. Wenn das Skalarprodukt von zwei Vektoren 0 ergibt, dann haben wir bewiesen, dass ein rechter Winkel zwischen zwei Vektoren vorliegt. Und dementsprechend werden wir jetzt hier das Skalarprodukt zwischen diesem normalen Vektor und dem Richtungsvektor untersuchen. Und wenn da 0 rauskommt, dann ist es ein rechter Winkel vorhanden. Dann sind diese Ebene und die Gerade parallel zueinander und ansonsten halt nicht. So, Skalarprodukt zwischen dem Richtungsvektor, den lesen wir einfach hier ab. Ja, der steht ja hinten immer ans T ran multipliziert. Der Richtungsvektor der Geraden G hat die Koordinaten minus 1, 2, 6. So, ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. Mal, ja, Skalarprodukt, mal den normalen Vektor der Ebene E. Und den lesen wir hier vor den x1, x2 und x3 Koordinaten ab. Ja, die Zahlen, die da vorne dran stehen, sind ja der normalen Vektor der Ebene E. Also 2, 4 und die x3 Koordinate des normalen Vektors ist dann minus 1. So, Skalarprodukt, wir multiplizieren die x1 Koordinate von dem ersten Vektor mal den zweiten, ja, das heißt hier, man kann hier noch zur Übersicht hinschreiben, ja, R mal N, da freuen sich eure Lehrer, ja, wenn ihr das macht, muss man aber nicht. Minus 1 mal 2 ist minus 2 plus, ja, das ist ja das Skalarprodukt, plus eben die zweite Koordinate von R mal die zweite Koordinate von N, also plus 2 mal 4 ist 8 plus 6 mal minus 1 ergibt minus 6. So, minus 2 plus 8 ergibt 6. Plus minus 6, 6 minus 6 ergibt 0. Und damit haben wir gezeigt, dass diese beiden Vektoren R und N orthogonal zueinander sind, ja, in denen hier 0 rauskommt. Und dementsprechend ist eben G parallel zu der Ebene E. Ja?